Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge von Kurze Wehren soll es um Stand- und Beinarbeit gehen. Die alten Quellen seit dem Nürnberger Hausbuch, der Handschrift 3227a, lassen sich recht gut zur Beinarbeit mit den kurzen Wehren aus. Meyer, also Joachim Meyer sowieso, in seinen Werken finden wir sehr detailliert die Beinarbeit zu den kurzen Wehren. Und auch aus dem Messerfechtbuch von Johannes Leckküchner lässt sich vieles erschließen, was die Beinarbeit mit kurzen Wehren angeht. Der wichtigste Unterschied, der den Fechtern im historischen Fechten der deutschen Schule bekannt sein muss, ist, dass, wie ich ja schon im ersten Video erwähnt habe, das lange Schwert aus dem Messer kommt, also die lange Wehr aus der kurzen Wehr. Und wir haben deshalb auch in den Zedeln zum langen Schwert einen besonderen Hinweis auf die Beinarbeit im langen Schwert. Dort heißt es, wenn man rechts haut, soll man mit dem rechten Fuß schreiten und wenn man links haut, mit dem linken Fuß. Und im Nürnberger Hausbuch finden wir den Hinweis darauf und auch bei Joachim Meyer im langen Schwert, dass wir als Rechtshänder mit dem linken Bein vorstehen sollen. Das heißt, wir haben ja eine Besonderheit und der entsprechende Merkvers, den finden wir auch eben nicht in den Messerversen. Wenn wir uns aber dann auch später die Huten anschauen zu den kurzen Wehren, dann sehen wir, dass zum Beispiel die Hut vom Tag, also eine Hut, aus der wir Heue hauen können hauptsächlich, im langen Schwert mit dem linken Fuß vorsteht und in der kurzen Wehr mit dem rechten Fuß. Das heißt, ähnlich wie im modernen Fechten mit kurzen Wehren, also ich sag mal von der frühen Neuzeit bis in die Moderne, ist für den Rechtshänder hauptsächlich im Fechten auch das rechte Bein vorn. Und das macht einen großen Unterschied zum Fechten mit dem langen Schwert und den langen Wehren allgemein. Wir müssen also bei unserer grundlegenden Fechtstellung darauf achten, dass wir als Fechter mit kurzen Wehren erstmal lernen, in der Rechtsauslage bzw. als Linkshänder dann in der Linksauslage unsere Fechtstellung einzunehmen. Doch was ist eigentlich die Fechtstellung? Bei mir in der Schule ist die Fechtstellung eine grundlegende Stellung, die jeder Schüler am Anfang seiner Fechtkarriere lernt, um einen Ausgangspunkt für seine komplette fechterische Entwicklung zu haben. Aus dieser Fechtstellung wird er die Huten lernen und aus dieser Fechtstellung wird er die ersten Beinarbeiten lernen. Wenn er das dann beherrscht, wird er natürlich auch lernen, in der Linksauslage zu stehen. Das heißt, es wird stark kombiniert. Aber immer wenn es darum geht, Bewegungen zu lernen oder allgemein zu lernen, dann braucht man ein Fundament, eine Richtlinie, einen Eckpfeiler, an dem man sich festhalten kann. Und das ist nun mal im Fechten die Fechtstellung. Wie sieht jetzt die Fechtstellung bei mir an der Schule aus? Ich denke, sie wird sich kaum unterscheiden von dem, was andere Fechtlehrer aktuell zu der grundlegenden Fechtstellung für kurze Wehren unterrichten. Und sie entspricht auch im Großen und Ganzen dem, was man noch heute im modernen olympischen Fechten unterrichtet. Für das Erlernen der Fechtstellung und der verschiedenen Beinstellungen, wie etwa dem Ausfall oder dem Kreuzschritt, also den standardmäßigen Beinbewegungen auf der Gefechtslinie, habe ich mich an einem britischen Fechtbuch orientiert und daraus Übungen für meine Fechtschüler entwickelt. Die nutzen wir seit einigen Jahren und sind sehr erfolgreich damit. Und ich finde, dass sie sehr gelungen sind als Übungen, um dem Fechter seine ersten Basics zu geben in Stand und Bewegung, die er sich sehr gut einprägen kann, die sehr gut einfach in Fleisch und Blut übergehen, möchte ich erstmal so ganz simpel, ohne große Fachbegriffe erklären, weil sie eine gute Richtschnur, eine gute Struktur bieten, an der man immer wieder seine Bewegung üben kann, ohne groß überlegen zu müssen. Wie gesagt, unterscheidet sich unsere grundlegende Ausgangsfechtstellung kaum von der Fechtstellung bei anderen Schulen, aber vielleicht unterscheidet sich die Art und Weise, wie ich sie unterrichte und wie wir sie einnehmen. Dazu muss man wissen, dass es bei mir an der Schule extrem wichtig ist, auf Sicherheit zu achten. Ich möchte, dass Sicherheit immer die höchste Priorität hat
Und deshalb haben wir zum Beispiel eine einheitliche Waffenhaltung, wenn wir keine Übung machen. Ihr seht das schon, das Schwert wird quasi am Nicht-Waffenarm oder in der Nicht-Waffenhand an der schwachen Seite gehalten, so als wenn das Schwert in der Scheide wäre. Und so, dass die Spitze, also der gefährliche Teil der Waffe, nach unten zeigen kann. Aus dieser Position heraus haben wir eine Grundstellung. Diese Grundstellung ist einfach wie im Turnen auch, die Füße eng beieinander, eine lockere Körperhaltung. Und von dort aus beginnen wir unsere ersten Übungen, um in die Fechtstellung zu kommen. Die erste Übung sieht wie folgt aus. Wir stehen also in unserer Grundstellung, haben das Schwert an der Seite und ziehen das Schwert aus der Scheide, richten dabei dem Gegner die Spitze mit einem Unterhau Richtung Gesicht, sodass er uns nicht einlaufen kann. Und während wir diesen Unterhau von der linken Seite machen, machen wir mit dem starken Bein einen Schritt nach vorne, sodass der Vorderfuß auf den Gegner ausgerichtet ist und drehen danach die Waffe ein, den Hinterfuß in 90 Grad und senken den Oberkörper ab. So, dass ungefähr die Knie über den Hacken stehen. Das kann leicht variieren. Für die Waffenhaltung ist noch anzumerken, dass es offensive und defensive Varianten der Armhaltung gibt. Ihr seht jetzt eine defensive, die Waffe ist also mehr am Körper, um besser versetzen, also verteidigen zu können. Genauso könnte ich den Arm weiter strecken, um eine offensivere Variante einzunehmen. Die linke Hand, wie es in den alten Fechtbüchern der deutschen Schule heißt, die leere Hand, kann entweder in der Hüfte abgestützt werden oder auf den Rücken genommen werden. Ganz wie es euch lieber ist. Also das ist unsere Variante, meine Übung, um am Anfang am einfachsten die Fechtstellung einzunehmen. Das Ganze geht natürlich auch ohne Waffe. Dazu müssen wir aber das Schwert erstmal wieder zurückführen. Und auch das machen wir in mehreren Schritten. Beim Schritt 1 springen wir den Ort zur Schwertscheide und bei Schritt 2 bringen wir die Füße zusammen und stecken das Schwert zurück in die Scheide und sind wieder in unserer sicheren Grundhaltung. Ich zeige das nochmal frontal. Das heißt, das ist die Grundstellung. Wir greifen von oben das Schwert, ziehen es aus der Scheide, richten mit einem Unterhau den Ort Richtung Gegner, sodass er uns nicht einlaufen kann, machen dabei einen Schritt nach vorne, man kann den auch nach hinten machen, und drehen als dritten Schritt das Schwert ein, die Hüfte ein, den Oberkörper ein und setzen unseren Schwerpunkt etwas tiefer, also die Hüfte etwas tiefer, bis die Beine leicht gebeugt sind. Spitze zeigt Richtung Gegner und die leere Hand ist in der Hüfte oder auf dem Rücken. Die Füße sind L-förmig, der Vorderfuß zeigt Richtung Gegner mit der Fußspitze, der andere leicht seitlich, 90 Grad. Da nehme ich es persönlich nicht ganz genau, das kommt auch sehr auf die Anatomie der Fechter an. 90 Grad ist aber erstmal ein guter Anhaltspunkt als Fundament, um sich zu orientieren als Schüler. Der Abstand zwischen den Hacken beträgt ungefähr 1,5 bis 2 Fußlängen. Und wenn wir das Schwert wieder zurückführen, um in die Grundstellung zu gehen, dann geht, wie gesagt, der Ort erst zur linken Hand und mit dem Schwert zurückstecken in die Scheide, gehen wir wieder mit den Füßen in unsere Grundstellung. Ich habe euch eben eine Übung gezeigt, in der ihr mit dem Schwert gemeinsam die Fechtstellung sehr kampforientiert einnehmen könnt, sehr ernst kampforientiert, also quasi als wenn ein Gegner uns auf uns zukommen würde mit gezogener Waffe, wie wir das Schwert ziehen können, um in unsere sichere Fechtstellung zu kommen. Das ist so bei uns der Standard, wenn Übungen beginnen, um sicher die Übung zu beginnen und auch mit dem Schwert zurückstecken wieder zu beenden und uns damit gleichzeitig eine Form einzuprägen, die einer Ernstkampfsituation sehr nahe kommt, sodass wir dort gut vorbereitet wären. Wollen wir natürlich nicht sein, weil wir keine Ernstkämpfe heute mehr mit scharfen Schwertern haben, zum Glück. Das wollen wir auch nicht, aber so können wir uns dementsprechend zumindest trainieren. Jetzt möchte ich euch eine Übung zeigen, wie man ohne Schwert zum einen die Fechtstellung selbst üben kann, aber eben auch die Bewegungen, die Beinstellung, die man auf der Kampflinie mit dem Vorderfuß einnehmen kann, während der Hinterfuß die ganze Zeit stehen bleibt. Dazu habe ich 4 Beinpositionen, die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und
Es gibt da bei mir in der Schule verschiedenste Schwierigkeitsgrade, wie man diese Übung ausführen kann. Ich zeige euch jetzt mal die einfachste. Und die einfachste ist, dass wir jetzt am Anfang unsere Grundstellung haben. Das ist quasi die Null. Und wir nehmen die Hände einfach in die Hüfte, sodass der Oberkörper einigermaßen gerade ist. Und drehen die Füße zum L. Das heißt, auch hier ist wieder mein Auslagenbein auf euch. Also ihr seid jetzt meine provisorischen Gegner ausgerichtet. Und der linke Fuß ist 90 Grad eingedreht zum L. Jetzt gehe ich leicht in die Knie, federe ein bisschen. Das ist auch eine gute Übung, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo eure optimale Tiefe der Hüfte ist, um den Schwerpunkt tief zu setzen und um die Elastizität der Beine zu gewährleisten. Wenn ihr den optimalen Punkt gefunden habt, bleibt ihr in diesem. Die Beinposition 1, das heißt, wenn ich jetzt als Trainer das Kommando 1 geben würde, wäre ein Kreuzen des Vorderfußes nach hinten. Das würde einer Beinhaltung für eine Parade zum Beispiel gleichkommen, also ein Versetzen. Und jetzt aus dieser Haltung gehen wir mit einem angenehmen Schritt nach vorne in unsere Fechtstellung. Das heißt, das linke Bein bleibt die ganze Zeit so stehen. Ich mache einen angenehmen Schritt nach vorne und schaue, dass ich mich jetzt wirklich wohlfühle in dieser Haltung. Dann bin ich in meiner Fechtstellung. Das ist die Beinposition 2. Wenn ich jetzt einen kleinen Ausfall machen will, zum Beispiel um einen Hieb, einen Hau zu machen, dann muss ich einfach nur den Vorderfuß anheben und das Hinterbein strecken. Zack. Und das nennen wir einen kurzen Ausfall. Das ist wie gesagt die 3. Und wenn wir jetzt das Maximale aus unserem Ausfall rausholen wollen, zum Beispiel für einen gezielten Stoß, und würden hier ausholen, dann hätten wir die 4. Das wäre dann nochmal ein tieferer Ausfall. Und dann geht es wieder zurück in die 2, unsere Fechtstellung. Und wieder zurück in die Grundstellung. Das kurz zur Erklärung. Ich zeige euch jetzt die ganze Übung nochmal seitlich. Ohne Erklärung, aber mit Kommandos 1 bis 4. Das heißt, wir nehmen die Hände wieder in die Hüfte. Füße eindrehen und dann geht es los. Schön beugen. 1, hinten kreuzen. 2, unsere Fechtstellung. 3, unser kurzer Ausfall. 4, unser großer Ausfall. 2, Fechtstellung. 1, kreuzen. 2, Fechtstellung, 3, 4 und 2. Diese Übung kann, wie gesagt, sehr stark variiert werden, sowohl in der Armhaltung. Wenn ihr euch da einigermaßen sicher drin fühlt, dann solltet ihr probieren, eine Fechthaltung einzunehmen, also die leere Hand wieder in die Hüfte oder auf den Rücken und zumindest die Waffenhand nach vorne bringen. Dann könnt ihr nämlich schon anfangen, simultane Armbewegungen zu machen, die die Waffenbewegung imitieren. Okay, tiefer möchte ich da nicht rein in die Materie jetzt, denn diese Videos sollen ja nur einen kurzen Einblick in das Thema kurze Wehren geben. Sie können kein Training ersetzen, aber gerade für Leute, die neu in dem Thema sind oder niemanden haben, der ihnen das näher beibringen kann, dann fühlt euch hier gerne mitgenommen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich natürlich auch gern anschreiben. Das heißt, ihr habt jetzt schon mal etwas gelernt zur Fechtstellung. Zwei kleine Übungen, die ihr schon üben könnt, wenn ihr möchtet. Und im nächsten Video werde ich euch dann noch etwas zu den Huten und den Schwertpositionen bei den kurzen Wehren zeigen. Also ich hoffe, diese kleine Videoreihe macht euch weiterhin Spaß. Es soll, wie gesagt, kein Lehrangebot als solches ersetzen, aber einfach mal reinschnuppern in die kurzen Wehren. Ich liebe die kurzen Wehren und ich hoffe, ihr tut das auch bald. Bis zum nächsten Mal.